Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter, er ist hier Limo. Wir haben es tatsächlich geschafft und ein paar Titanringe für die Turbolader. So, das heißt, wir können Downpipes bauen. Wir haben eigentlich schon welche in Alu hier fertig dran. Praktisch, ja, ist halt die Frage, wie lange das Alu hält. Es ist auch die Frage, wie lange das Titan hält, weil das Titan ist definitiv auch nicht perfekt dafür. Eigentlich müsste man es aus Inconel bauen. Inconel unbezahlbar und auch nicht zu bekommen in den meisten Größen. Mhm. Deswegen machen wir Titan, weil selbst wenn es am Abarth hält, wird es hier erst recht halten, weil das Ding kriegt niemals so viel Temperatur wie der Abarth nach ein paar Runden Bissen. Mhm. So, dafür haben wir, weil man denkt immer, da ist so viel Platz und wir haben jetzt schon ein Muster, das ist aber Quatsch. Genau deswegen haben wir unsere silbernen Längsträger mal wieder auf die Achse geschraubt. Einfach nur genial praktisch dafür. Und schon sieht man nämlich auch hier, dass kein Platz ist. Wie eng das Ganze wird. Das heißt, auch hier können wir jetzt wieder nur stückchenweise uns durchtüddeln. Einfach erstmal anpumpen, durchschweißen ganz am Ende. Ne? Ja. Wie war das bei Titan? Extra Viehspalt, ne? Nee, genau. Der Cache Speicher halt, ne? Zum Beleuchten von genau. innen. Genau. Ne? Damit du beim Schweißen auch was siehst. Damit du beim Schweißen was siehst, weil ich von innen durchgucken kann. Und dann können wir die natürlich jetzt auch nicht bis ganz unten bauen, weil wir wollen auf jeden Fall einen Ausbruch dran machen. Dazwischen muss auch noch ein Flexrohr. Dieses Titan-Flexrohr wird dann irgendwo, ja, ich sag mal vorsichtig, hier so sitzen. Höher können wir nämlich eh nicht. Das heißt, Tom, ich würde sagen, wir orientieren uns jetzt beim Bau einfach, ehrlich gesagt, ich würde es maximal eng bauen. Mhm. So, also hier werden wir eh gleich sehen, das ist wieder ein Minimumradius, wo wir überhaupt erstmal rumkommen müssen. Dann würde ich dann schon relativ weit nach hier gehen, dass wir weiter nach hier kommen als hier gerade schon. Ja. Weil das könnte jetzt gerade schon eng werden. Ne? Und auf der Seite, die jetzt gerade hier einfach erstmal nur, damit es halt schnell gehen gerade ist. Klar, da können wir jetzt natürlich gerade rausgehen bis hier, aber ich würde mal tippen, hier irgendwo müssen wir schon den ersten nach rechts setzen und dann auch einen nach hier setzen. Ne? Also dass das Rohr so und wieder so geht. Ne? Macht so und so Gesicht. Macht so. So ist Marius eigentlich. Sag mal kurz bitte, wie schwer das ist. Das wäre auch Chef, mal ein 76er Rohr hier einfach dran. Boah, Alter, auf gar keinen Fall. Oh, noch relativ schwer eigentlich für den Flex. Ja. Also für Titan. Ich würde sagen, Kilo? So ein Übrig? Nee. Ja, nicht ganz. Ein bisschen weniger. Der Gewichtsexpert will nur was erzählen, ja. Ein bisschen weniger. 500 Gramm. Und in der Zwischenzeit sind nämlich die ganzen Sachen bei Alex zum Verzinken, Pulvern und so weiter. Und dann kannst du losgehen mit Montage Finalo. Ich würde sagen, gehen wir es mal an. Ne? Als allererstes säge ich dir jetzt mal die Dinger hier passend ab. Nee, du zeichnest. Einfach so dran schmeißen. Ja, das wäre geil, wenn man das Wastegate außen wieder reinführen würde. Irgendwie, ne? Als allererstes hier absägen. Da müssen wir auf jeden Fall minimal, also nicht jetzt einfach anzeichnen und abschneiden, sondern minimal weiter, also kürzer, damit wir da reinkommen. Dann das. Und dann hier rum. Eigentlich, ehrlich gesagt, sehe ich uns schon das auch schon wegnehmen. Ja, weil es scheiße aussieht. Ja, weil es scheiße aussieht. Ich finde direkt da anrand, da muss Bogen. Oder. A, weil es scheiße aussieht und B, weil wir den Platz da ja wieder gar nicht haben. Ne? Ja. Wobei auf der Seite, ehrlich gesagt, haben wir ihn. Und auf der anderen Seite. Und die am Ende sogar kürzer aus, als hier, wenn er abgeschnitten ist. Oh, ist kürzer, ne? Mhm. Ist wieder kürzer. Okay. Ja, das heißt eigentlich. Anzeichnen und erstmal wieder ein bisschen Titan flexen. Und dann geht's los mit Punkten. In Windeseile. Schnell zwei Downpipes rausgezittert hier, ne? Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Boah, 3 Stunden, 4 Stunden. Ich hätte jetzt auch gesagt 3, ne? Ja. Aber wir stecken die nochmal rein. Sieht auf jeden Fall gleich viel geiler aus als Alu. Und ich muss auch sagen, dieses Arbeiten mit den Pilecuts macht irgendwie Spaß, ne? Ja, weil ich dann deine Vorarbeit nicht so ganz oft hier habe. Nee, weil wenn man 2 Bögen hat, braucht man halt wirklich genau 2x90, übertrieben gesagt. Ne? Hier kannst du auch mit 92 und 88 wieder ein gerades Ergebnis erzielen. Ne? Krass, guck mal. Wie das dann doch noch. Brutal, ne? Die Länge arbeitet. Genau, also ich würde vorschlagen, den Rest müssen wir ja eh im Auto bauen. Ne? Mhm. Wir markieren uns jetzt, wir denken nochmal dran, dass wir es hier gleich den Flansch da antucken rausziehen. Ne? Ja. Aber sonst so, gefällt mir das hier schon richtig gut. Jetzt haben wir es auch doch irgendwie so einigermaßen links-rechts angepasst, dass es nicht einfach hier nur nach so einem geraden Rohr aussieht, ne? Ja, das sah ein bisschen kacke aus. Naja, so sieht das schon, Alter, für 2x89 sieht das so aus, als hätten wir auch 2x100 bauen können, wenn ich das so sehe, ne? Aber da das hier nur 76er Ausgang ist, ist das in 89 schon geil. Nein, aber mit den Pikecuts kriegt man das einfach so schön jedes Mal hingedreht, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das so zu bauen. Wenn ihr euren Spaß hast. Was denkst du grob, wie lange du jetzt im Durchschweißen brauchst jetzt? Mindestens genauso lang, ne? Ja, mit dem Abkühlen, ich bin mit Titan noch nicht so ganz warm, ne? Also du musst es ja mal abkühlen lassen, sowas, damit es nicht verfärbt, dann bin ich schon ein bisschen ängstlich noch.
Und das heißt? Ja, ich würde sagen schon so 2 Stunden, 3 Stunden. Ich hätte auch die Abkühlphase ist halt immer, das dauert halt immer wieder. Ich hätte auch gesagt, mindestens 3 Stunden. Ja. Ja. Ja, aber andererseits ist doch ganz geiles Ergebnis. So, und dann den Rest machen wir einfach dann im Auto. Also wir werden jetzt auch hier die letzte Naht noch nicht durchschweißen. Die hier, die zum Flexrohr bleibt dann über, dass man dann den die allerletzte Differenz macht man dann quasi wirklich, wenn der Teil vom Auspuff hier rankommt, dann kann man zur Not hier nochmal den Anschluss nochmal schön gerade machen. Ne? Aber ich finde, das sieht schon nice aus so. Yes. Für kurz rausgezittert. Genau, für mal eben in 2 Stunden. So, wir setzen jetzt hier noch einen Punkt ja. Und dann geht's ab zum Schweißen. Das heißt, wie gehst du beim Durchschweißen vor? Formieren, ist klar? Ja. Das heißt, von innen mit ganz normalem Argongas spülen? Genau. Und dann, wie viel schweißt du immer? Boah, so wie ich drankomme und vom Gefühl her, das kann ich nicht sagen. Also ich sag mal so 2 cm, 3 cm. Und dann alle Nähte nebeneinander, weiterdrehen die nächste oder immer nur eine einzige Naht? Immer nur eine einzige. Je nachdem, wie warm es ist, ne? Ja, klar. Wenn man drankommt und so vom Winkel, wie man es fühlt. Okay, viel Spaß. Danke. In der Zwischenzeit gucken wir uns mal Thema Kupplungsbetätigung an. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da was mir überlegt gebaut habe, was leider nicht funktionieren wird. Aber erstmal zum Thema Kupplung. Wie funktioniert eine Kupplung eigentlich? Man hat einfach nur eine Tellerfeder und diese Kante, die ihr hier seht, beim Zusammenziehen der Kupplung spannt diese Kante, spannt quasi die Kupplungsscheiben vor, worüber sich die Kraft über die Flächenpressung dann übertragen lässt. Um das Ganze zu entspannen, das heißt die Kupplung treten, tritt man hier auf diese Tellerfeder. Die wird einmal in der Mitte hier geführt und in dem Moment drücke ich die Kante quasi rein. Also das, was ich die Kupplung erst vorspanne, trete ich die Kupplung und schiebe es noch weiter auseinander und die Scheiben sind frei. Original funktioniert das Ganze über einen Hebel. Dieser Hebel sitzt im Getriebe drin, drückt dann mit dem sogenannten Ausrücklager. Ausrücklager ist immer so eine schwierige Sache, weil dieses Teil dreht sich mit 8000 Umdrehungen und irgendwie muss man die 8000 Umdrehungen umlenken auf einen Hebel. Das ist das sogenannte Ausrücklager. Und dieses drückt dann hier, das ist auf der Seite geführt, und drückt dann einfach hier mit dem Zylinder darauf und drückt diese Feder rein. In dem Moment kommt die Feder hier hoch und die Kupplung hat ein bisschen Spiel. Das heißt, man lagert die Kraft bzw. die Betätigung nach außen aus. Im Rennsport ist eigentlich die schönere Lösung, ein sogenanntes Zentralausrücker zu haben. Das heißt, wir haben einfach nur ein Lager, wo mit Flüssigkeit, in dem Fall Bremsflüssigkeit, einfach nur in der Mitte dieses Teil ausfährt. Das kann man auch ganz vorsichtig rausnehmen. Ist wirklich keine, ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach seitens Tilten. Nennt sich Zentralausrücker. Das ist schon so mit das Flacheste, was es zu kaufen gibt. Hier ist genauso eine Lagerung drin, wieder wegen der Drehzahl. Und dieses hat einen sogenannten Ausrückweg, also quasi den Weg, den dieses Lager machen kann. Ihr seht nur relativ schnell, dass das relativ dick aufbaut. Und die große Frage ist, jetzt kriegen wir das ins Getriebe rein. Ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe. Ich habe ja zum Glück noch ein paar zerlegte Getriebe da. Normalerweise sitzt dieser Hebel hier so drin. Durch dieses Loch kommt von außen der Geberzylinder und fährt dann den Hebel rein raus. Ich fände allerdings cooler, wenn hier in der Mitte irgendwie so dieser Zentralausrücker drin sitzt. Jetzt ist die Frage, passt das von der Bauhöhe? Als allererstes brauchen wir natürlich einen passenden Adapter, dass das Ding montiert werden kann. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank mal wieder an unseren Holländer. Wir waren da damals da, um den, wo mein Diff herkommt, Gorta Racing, beziehungsweise in Deutschland der Vertrieb Fahrzeugtechnik Winkelmann. Die haben sowas schon öfter mal gemacht und haben da einen passenden Adapter für. Das heißt, dieser Adapter passt jetzt statt der Originalhülse hier schon mal schön rein. Und da kommt dann das Ausrücklager drauf. Mal gucken, wie das gedacht ist. Eine Variante haben wir noch. So sieht das gut aus. Und dann kann man theoretisch mit den Leitungen... Nee, so sieht das nicht gut aus. Der Vorführeffekt. Naja, eigentlich denkt man sich so, ach, 3 Möglichkeiten. Können ja nicht so viele Möglichkeiten geben. So. Adapter, dass der Zentralausrücker montiert werden kann. Und jetzt könnten wir nämlich ganz easy mit ein paar Dashleitungen, die wir da schon fertig haben, hier einfach reingehen und genauso mit einer weiteren Dashleitung rausgehen zum Entlüften. Das heißt, ich entlüfte nicht an dem Zylinder, sondern lege mir einfach eine Dashleitung raus, wo ich einfach nur zum Beispiel einen Entlüftungsnippel von der Bremse reinschraube und wenn ich entlüften will, drehe ich den einfach auf. Jetzt ist die Frage, wie hoch baut das Ganze auf? Wir messen das Ganze jetzt auf Minimum, weil wenn mehr Platz ist, ist das nicht schlimm, weil ich hier halt tatsächlich einen relativ weiten Weg habe. Also ihr seht ja, dieses Ausrückelement kann locker hier so, weiß ich nicht, 15 bis 20 mm rausfahren. Also 15 auf jeden Fall. Meine Kupplung, diese RCS 200, braucht allerdings, glaube ich, zum Ausrücken nur so 5, 6 mm. Also man braucht immer einen gewissen Weg, um die Feder zu entspannen, dass die Kupplungsscheiben wieder lose sind. Deswegen machen wir das jetzt einfach erstmal auf Minimum, weil ich glaube, selbst dann wird man schon sehen, dass es leider nichts wird. Also, bin gleich wieder. Da ich ja zum Glück diverse Teile doppelt habe,
können wir das Ganze jetzt so machen. Oh, jetzt ist hier Fingerklemmen Deluxe angesagt. Gucken, wie das hier geht. Also, wie gesagt, hier drückt das Auslager drauf. Wenn ich jetzt die Kupplung später festziehe, wandert diese Tellerfeder ein bisschen weiter rein. Das heißt, auch da gewinnen wir noch ein bisschen Toleranz am Ende. Das heißt, wir machen es jetzt wirklich mal aufs Minimum. Und so seht ihr leider relativ schnell, dass wir mit, also selbst jetzt schon, stehen wir mit dem Schwungrad aus der Glocke raus. Was halt definitiv nicht sein kann. Jetzt überlege ich gerade, wie ist die Anschraubfläche am Block. Aber die Anschraubfläche am Block hier ist auf jeden Fall weiter drin als die Anschraubfläche von der Kurbelwelle. Das heißt, hier fehlt richtig was. Ich hole mal kurz was zu messen. Ja, also das sind schon 13 mm, die es hier raussteht. Diese Fläche ist ein bisschen weiter drin, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Genau, sieht man hier auch. Das heißt, es steht ungefähr, also die Schraubfläche steht, boah, die steht 10 mm über der Anschraubfläche. Das heißt, wir bräuchten jetzt, die Kurbelwelle müsste im Block drin stehen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Komm her, wir gehen mal einmal gucken. Hier haben wir mal wieder so einen typischen Anpassblock, den ich irgendwo irgendwie schon mal zum Anpassen genommen habe. Das ist die Fläche, wo das Getriebe rankommt und hier ist die Fläche, wo am Ende die Schwungscheibe rankommt. Und jetzt gucken wir mal hier. Na, dann ist es so, wie ich es befürchtet habe. Wir haben tatsächlich sogar einen Unterstand. Also die Schwungscheibe steht gegenüber dem Block raus. Ich gucke mal, ob ich das gemessen kriege. Habt ihr wieder so ein alter Sahara-Trick mit dem Zollstock? 5 mm. Wir merken uns, von hier nach hier 5 mm raus. Ja. Es werden, glaube ich, Fragen dazu aufkommen. Ist der Pumpe da hinten? Nicht, dass so ein Riss aussieht. Nein, das ist so eine alte Messepumpe, die wir mit zur Messe genommen haben, die mal ein bisschen Bekleidung getragen hat. So, weiter geht's. Zum Glück gibt es diesen Zwischenring von Audi. Den hat Audi verbaut bei dem Umstieg von einem Einmassenschwungrad auf ein Zweimassenschwungrad. Brauchten sie Platz in der Glocke, genauso wie ich, und haben deswegen diesen Zwischenring da reingemacht, weil das Zweimassenschwungrad einfach höher aufbaut. Den könnten wir jetzt von der Theorie her hier zwischenpacken. Normalerweise lasse ich den gerne weg, weil ich finde es einfach besser bei dieser abnormalen Kraft, wenn das Getriebe einfach ohne Spacer direkt an den Motorblock geschraubt ist. Ist in meinen Augen einfach besser. Aber jetzt lass uns mal überlegen. Wir haben gesagt, von hier nach hier hatten wir 5 mm raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe, müssten wir 5 mm Unterstand haben. Dann könnte das gehen. Ja, das wird aber niemals was. Aber hey, pass mal auf. Das Gute. Jetzt wäre ein Tiefenmesser geil, den wir leider zur Sekunde nicht griffbereit haben. Also wir haben hier ungefähr 2 mm, sagen wir 3 mm Unterstand. Und hier hatten wir, haben wir ja gemessen gehabt, 5 glaube ich, ne? 4. Von hier nach hier 4, von da nach da 3, ja, scheiße. Also von hier auf die Fläche 3 mm, von hier auf die Fläche 4 mm, ist jetzt viel Kopfrechnerei. Das heißt aber von der Fläche zu der Fläche nur 1 mm. Wir brauchen aber 5. Das heißt, wenn ich das so zusammenschrauben würde, würde die Kupplung dauerhaft vorgespannt sein. Wie als wenn ich die Kupplung trete. Das heißt, wenn ich es zusammengeschraubt hätte, wäre Baustelle. Das heißt, selbst mit dem Ring zwischen, wird es nicht reichen. Woran liegt das? Ja, von der Theorie her kann es oder wird es nur daran liegen, man sieht es hier schon, dass das Schwungrad zu weit aufbaut. Also man müsste hier eher ein Schwungrad machen, was diese Tiefe nicht hat, sondern eher direkt gerade geht und der ganze Kupplungskorb weiter nach hier wandert. Das heißt, wenn ich dieses zentrale Ausrücker fahren möchte, müssen wir ein neues Schwungrad bauen. Ja. Ist es hier noch wert, oder? Ja, irgendwann wollte ich auch mal fahren, ne? Muss man überlegen. Den hier... Was ist jetzt genau der Vorteil überhaupt an der ganzen Aktion, dass ich das so... Das ist eine gute Frage. Ne. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Doch, also es ist folgendermaßen. Dadurch, dass wir ja den... Dieser Hebel ist an der Stelle fest und an der Stelle beweglich. Das heißt, der macht ja niemals eine hundertprozentige Bewegung so. Sondern der kippt ja immer... So, das heißt, die Mitte hat immer minimal eine seitliche Kraft, weil der Hebel niemals genau gerade drückt, sondern leicht schräg drauf drücken kann. Und in dem Moment
entspannst du die Kupplung auch leicht schräg. Und man hat beim Anfahren dieses Rubbeln. Das haben meine Autos leider ganz viel schon in der Vergangenheit immer gehabt. Und man hat das immer in den Griff bekommen mit einem Zentralausrücker. Das ist wirklich das Problem. Oma Golf Beispiel hat das auch mit dem Hebel so. Mhm. Fährst du die gleiche Kupplung mit einem Zentralausrücker, ist das komplett weg. Weil der Zentralausrücker wirklich maximal gleichmäßig diese Feder entspannt und somit auch maximal gleichmäßig kreisrund die Kupplung auseinander geht und nicht ein paar Stellen zwischen sind, die noch so ein bisschen so rubbeln. Ja, okay. Das wäre halt das Coole. Ich sehe, wir können aus diesem... Dem Kollegen hier hätte man noch ein paar Millimeter holen können, weil diese Tiefe hier muss eigentlich gar nicht sein für die Schraubenhöhe. Also hier muss ja nur eine Immo-Schraube reingehen und dafür brauchen wir ja nicht so ein tiefes Loch. Also das Loch hätte man deutlich kleiner gestalten. Guck mal, wie weit ich hier meinen Finger reinkriege. Jetzt ist die Frage, ob ich da aber genug rauskriege. Ja, sonst ist ehrlich gesagt nichts im Weg, also es könnte auch genauso flacher. Also ich würde schon gerne fahren, alleine weil ich geil finde, wenn so eine Dash-Leitung aus dem Getriebe rauskommt. Das wäre schon gut. So, pass auf, wir haben hier 11 mm, 15 mm, das heißt, wir haben hier 4 und 11 bei einer Wandstärke von, sagen wir, 3. Das ist eine M7-Schraube. Eine M7-Schraube wird ungefähr 7 mm Kopfhöhe haben. Übrigens immer ganz witzig, wissen viele nicht bei einer Immo-Schraube. Eine Immo-Schraube, eine Innensechskantschraube hat immer die gleiche Höhe, wie sie Durchmesser an Gewinn hat. Hm. 7 mm Höhe, die könnte man jetzt noch ein bisschen abdrehen, plus ein bisschen Wandstärke, wären wir bei 10 statt 16. Das wäre theoretisch genau die Höhe, die uns fehlt. Ich vermute mal, dieses Teil ist eigentlich für einen 5-Zylinder gemacht. Das wird das Problem sein. Und beim 5-Zylinder wird man einfach genug Höhe haben. Habe ich aber nicht. Ich hoffe, ihr konntet mir auf jeden Fall folgen. Fakt ist, mal wieder eine Baustelle. Man denkt sich so, ach komm, letzte Baustelle an dem Motor. Mal schnell ein Ausrücklager rein, Pustekuchen. Wieder Baustelle. Weil... Ich kann auch keinen originalen Ausrückhebel reinmachen, weil selbst den alten Ausrückhebel hatte ich modifiziert. Da habe ich so das Lager so ein bisschen versteift und versetzt, dass das nicht so kippeln kann. Ach, ganz lange Geschichte, das lassen wir erstmal. Ja, okay, das heißt, ich denke mal, ich muss leider wieder Phil beschäftigen, mir den hier einmal in maximal flach zu bauen. Kann ich auch nicht einfach abdrehen, weil dann, wenn ich von der Seite jetzt Material abnehmen würde, ist hier eine Durchgangsbohrung. Stimmt, klar. Weil dann das Fleisch hier fehlt, ne? Das heißt, den kann man leider nur... Jetzt muss ich mal kurz einmal überlegen, weil es reizt mich doch. Guckt euch mal an, wie... Ich bin nämlich gerade an Bremsleitung bauen. Und so eine Dashleitung sieht einfach so geil aus. Und ich habe das hier schon so alles kupplungsmäßig fertig gemacht. Natürlich kann ich jetzt diese Dashleitung auch einfach an den normalen Geberzylinder machen. Geberzylinder, genau. Will ich aber nicht. Ich finde das schon geil im Ausrücker. Ja, ist auch schon geil. 1 mm. Warte mal, damit ich es für mich für den Kopf nochmal abschließend. 3 und 4 mm, 1 mm Unterstand, 5 brauchen wir. Das heißt, wir müssen 4 mm finden. Mit ein bisschen Restsicherheit drin, 5 mm. Zur Not kann man auch die Druckplatte noch ein bisschen nachsetzen auf der Schwungscheibe. Ja, doch, das kriegen wir hin. Also ich werde es auf jeden Fall fertig machen. Dann gucken wir einfach mal, wie weit wir mit dem Rest sind. Gucken, ob wir es einmal oder nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt aber einen kleinen positiven Erfolg heute noch. Weil unser lieber Alex, einfach kranker Typ, der fühlt und feiert das genauso so krass wie wir, dass egal, was ich dem zuschicke, Firma Chromfabrik, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Weil das geht wirklich einfach immer. Ich weiß gar nicht, warum er die Sachen immer so aufwendig einpackt bei mir. Er weiß doch, dass ich das nicht so ernst nehme. Jawohl. Das ist jetzt nicht gepulvert, sondern das ist verzinkt. Und dabei ist nämlich immer das Coole, es kommt in ein Entrostungsbad und sieht halt danach einfach immer aus wie new. Ja, dann wollen wir noch mal kurz hier auspacken. Was ist das? Ein witziges Teil, das ist das Spiel. Ah, ich weiß, was es ist. Also alles, was jetzt nämlich noch fehlte, was einmal noch mal angepasst werden musste, habe ich ihm alles geschickt. Da jetzt bin ich mal gespannt. Das ist hier ein Promo-Rohr eigentlich. Das ist der Halter. Also Alex, nochmal an der Stelle, du kannst für mich die Sachen wirklich easy einpacken. Ich sehe das immer so, ich weiß, wenn er die Sachen macht, die muss man nicht so krass einpacken, weil die Schicht, die hier immer drauf ist, die ist so dick, also die ist einfach dick genug, dass das Teil wirklich geschützt ist. Aber guckt euch mal an, hier ist ja immer eine Wulst, wo der Schlauch rübergeht. Alles schön abgeklebt, kein Pulver drin. So muss das sein. Ja, was machen wir jetzt? Finale Montage. Krass ist auch, wie der hier gleich ganz anders aussieht, ne? Ja. Unser Wasserbehälter, nur weil er nicht aus Alu ist. Sieht auf einmal sehr, sehr hochwertig aus. Gleich ganz anderes Teil. Ich spüle das jetzt zur Sicherheit
alles nochmal einmal durch. Man weiß nie. Ich weiß, dass Alex die Sachen immer spült, aber trotzdem, da jetzt wirklich die finale Montage losgeht, mache ich die ganzen Sachen alle nochmal sauber, gucke mir alle Gewinde an und fange schon mal an, die Sachen anzubauen. Und nachher kommt hoffentlich Tom mit den beiden Downpipes noch. Okay, das ging jetzt doch ein bisschen schneller. Achso, soll ich rein? Nee, ich habe eben gerade noch gesagt, ich wollte eigentlich die Sachen gerade montieren. Achso. Und nochmal einmal durchblasen. Ja, bei Pulverbeschichtung weiß man ja nie. Ja. Kann nicht schaden. Gerade auch Alex. Und nun doch Kollege Wotzi im Haus. Alter Schwede. Guck mal, hat sich richtig Mühe gegeben für das Auto, ne? Ja, ein bisschen Übung machen, ne? Also ja, aber man muss es schon deutlich besser geworden. Also. Danke. Nein, also man muss ganz ehrlich auf jeden Fall mal sagen, dass dafür, wie wenig Titan schon geschweißt ist. Mhm. Ja, weil, bei dir ist das erste Mal leider wirklich. Wobei prozentual gesehen, Titan zu Edelstahl oder Alu, ist das ja ein Komma-Bereich so ungefähr. Ja, ne? Gefühlt ja. So, ne, wenn ich mir überlege, wie viel Stahl, Edelstahl und so weiter ihr schon durchgezogen habt. Ne? Mhm. Ja, geil, von innen sieht man immer schön. Also man kann das auch von innen zeigen, weil es wird mit Sicherheit der eine oder andere sagen, die Naht geht noch schmaler und so weiter. Ja, geht's auch, ne? Aber es ist auch nicht richtig geil, 100% durchgeschweißt, aber ich traue mich noch nicht so ganz. Aber für einen Ungelernten, der einfach nur Bock auf Schweißen hat, finde ich das schon verdammt gut. Hm. Du nicht? Geht. Ja, also optisch sieht schon mal geil aus. Gerade so, also man sieht auch, wo du angefangen hast und welches so die letzten Nähte waren, ne? Aber gerade so der Teil hier, finde ich schon sexy, ne? Ja. Ja, mehr Dampf noch. Ich mag oder weiß eher, dass es halt vom Flow her nicht so geil ist von innen, ne? Kann man von der Theorie Titan hier auch so noch verlaufen lassen? Kann man das von innen da auch nochmal schweißen? Stimmt, kann ich probieren. Also das gleiche wie Edelstahl, oder? Ja, ein bisschen zähflüssiger, finde ich. Mich würde mal interessieren, ob man soundtechnischen Unterschied hört. Ja. Zwischen was jetzt? Edelstahl und Titan. Ja. Jetzt nicht durch das Material, sondern dadurch, dass es halt von innen nicht rund ist, sondern Kante, Kante, Kante ist. Nein. Ja, aber nicht, dass es deswegen anders klingt. Weil wir haben jetzt ja festgestellt, eigentlich würde man ja immer denken, das muss blecherner werden. Mhm. Tut's aber nicht. Guck dir den Arbeit an, wie dumpf und kernig der geworden ist. Der ist alles andere als dünn, blechern und so weiter geworden. Mhm. So, aber das Gewicht mit Flexrohr dran ist halt wirklich schon krank. Und das, eigentlich liegt es ja nur auf das Flexrohr. Ja, das schon. Das ist das Schwerste. Also das ist schon wirklich chornig. Ja, die Titanschrauben, die... Die würde nochmal... Alter. Die würde mir nochmal einen Tag retten. Aber das sieht schon hardcore zornig aus. Nico, wenn ihr von oben so drauf filmt, ich muss schon wirklich sagen. Ja. Die 89er Pipe, die kann man schon machen. Ich glaube auch, dass es hält und funktioniert. Ist gut. Ich baue es halt neu, ne? Ist gut. Weil der Teil hier war auch 80, glaube ich. Den hätten wir mal in 80 gemacht. Wobei das ja eh nur gestückelt ist aus verschiedensten Teilen. Aber, yes! Okay. Das heißt, was machen wir jetzt? Feierabend. Gut. Okay, tschüss. Ich will auf jeden Fall den Motor noch weiter zusammenbauen. Ja. Also es scheitert immer noch an einem Teil und zwar an dem... Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wir haben uns was Spezielles überlegt mit dem Sprittank. Nachdem wir jetzt bei Marius sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, habe ich mir da was richtig Cooles überlegt. Das Teil ist leider noch nicht da. Solange können wir leider noch keinen Sprittank bauen. Mhm. Weil das ist jetzt ja eigentlich das Letzte, was wir noch brauchen. Sprittank, Catchtank für Entlüftung. Ja. Die beiden Dinge, ne? Und Thema Kupplung. Aber als allererstes kann ich ja schon mal alles, das ganze Gemüse jetzt hier ranbauen. Zahnriemen drauf machen, einmessen, Kupplung überlegen und dann kann theoretisch Motor rein. Nee, ist es tatsächlich nicht mehr. Und dann bauen wir eingebaut den Kabelbaumfeld. Also ich habe den soweit vorbereitet, dass das alles so liegt. Und dann geht es nur noch um die Verbindung zum PDM. Mhm. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Kurzen, knackigen Zwischenbericht, wie es mit Limo weitergeht. Wir haben ja eh immer gesagt, wir wollen euch das mit Titan mal zeigen. Hat sich in dem Video so ganz gut gepasst. Wir hätten natürlich lieber das Schweißen mehr gezeigt. Wie lange hast du für das jetzt gebaut? Boah, da habe ich diesmal echt penibel war, was Abkühlen angeht. Bestimmt 2 Stunden. Krass. Kann ich echt gerade gar nicht sagen. Ja, aber du könntest dann theoretisch beim Abkühlen der Zeit logischerweise die andere Seite schweißen. Ja, klar, aber dann lässt halt die ganze, das Gas wieder raus, ne? Du musst ja ganz formieren lassen. Ich habe jetzt nicht 2 Anschlüsse, dass ich 2 gleichzeitig formieren kann. Ja, achso, die einmal die Spülung, ne? Genau, ja. Ist ja auch Gaserschwendung, ne? Also brauchen wir 2. Anschluss. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir, weil wie ihr seht, ist der Titan-Ausbruch noch nicht fertig, weil wir wollen ja auch einen richtigen Ausbruch drunter bauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir davon mal was formieren und schweißen sollen. Das haben wir, glaube ich, lange nicht gezeigt. Nee, das letzte Mal war Lambo, glaube ich. Ne? Das können wir, glaube ich, aber wir haben kein Titan gemacht. Nee, aber Krümmer war das. Ja, nee, aber so, wir können auf jeden Fall mal einmal zeigen, wie man Titan schön schweißt und formiert. Ja, da habe ich Bock zu. Wir bleiben am Ball, dass das Ding hier demnächst mal
auf Rädern steht und ready ist und man wirklich im Innenraum Schlüssel umdrehen kann, wobei es gibt gar kein Zündschloss mehr, aber man kann auf den Knopf drücken. Man kann auf den Knopf drücken, die PDM anmachen und das Ding läuft. Ne? Das wäre geil, ja. Das wäre gierig. Yes, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis. Ciao. Dann.